Das Schwechater Sommerbad ist ein beliebter Ort, wo sich junge und ältere Badegäste gerne treffen. Eigentlich kann man den ganzen Tag oder besser noch den ganzen Sommer hier im Bad verbringen, ohne auch nur irgendetwas zu vermissen. Nach einer erfrischenden Runde im Wasser kann man sich im neu übernommenen Restaurant stärken und danach auf der schattigen Wiese entspannen. Von einem ungebremsten Start in die Badesaison war nach dem Sommer 2020 natürlich auch heuer noch keine Rede. Denn heuer gelten zum zweiten Mal in Folge Corona-Regelungen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang sehr viele Probleme erwartet. Aber unsere Gäste sind ganz toll. Der Großteil ist sehr verständnisvoll und weiß, dass wir diese Maßnahmen umsetzen müssen. Die Ausnahme gibt es halt überall und ja. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden. Also es geht um die 3G-Regel, die meisten akzeptieren, aber die Badis nicht akzeptieren. Die versäunen eben dann den Tag oder versalzen die Suppe? Ja, zumindest gibt es manche Leute, die glauben, sie müssen ihren Frust bei uns abbauen. Wir können nichts dafür, wir müssen das alles umsetzen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, der überwiegende Großteil unserer Badegäste ist wirklich sehr toll und hat sich toll verhalten. Was haben die meisten für Ausweise dabei oder wie läuft das dann jetzt beim Eingang ab? Ja, es sind viele Testungen dabei, natürlich immer mehr Impfungen, Genesene natürlich auch. Grundsätzlich einmal wird bei uns dieser Nachweis verlangt und ein Ausweis dazu. Wir wollen das richtig machen, wenn wir schon durchziehen müssen, dann wollen wir es richtig machen und es gibt da wirklich keine Probleme. Wie schaut es mit den Kindern aus? Müssen die auch getestet sein? Kinder müssen ab 12 Jahren getestet sein. Bis die Schule aus war, sind sie sowieso in der Schule automatisch getestet worden. Aber ab den Ferien, ab 12 Jahre. Wenn man sich so umhört, besonders den Stammgästen gefällt's. Wir genießen das einfach. Das ist einfach unser Urlaub. Außer wenn wir halt wirklich auf Urlaub. In die Steiermark oder nach Kärnten fahren. Genau. Auch wenn es ein bisschen trüb ist, bin ich hier. Das ist so richtig relaxen. Vor allem das Schwimmen, das große Becken. Ja, jetzt die Kantine. Sehr großer Vorteil gegenüber früher. Die haben unten ein super Buffet unten. Also da würde ich mich wundern, wenn die Leute nicht kommen wollen. Ne? Die Stammgäste kommen wirklich zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Oder wie läuft das ab? Kommen zum Großteil, also Mittagessen fast alle. Frühstücken ein Teil, ja, aber aufs Kaffeetschelaufen kommen, tun alle in der Früh. Und dann am Nachmittag noch auf ein Kaffeetschel und einen Kuchen. Wir haben jetzt seit dieser Woche auch jemanden, der uns Kuchen backt. Und damit gibt es auch schöne Jausen mit einem Kuchen. Das ist cool und das wird auch gut angenommen. Ja. Ist natürlich mit Corona bedingt und allem drumherum ein bisschen anders. Aber trotz alledem muss man sagen, die Leute, die da sind, die fühlen sich wohl und ich glaube schon, dass das Urlaubsfeeling ist. Ja. Großteils wahrscheinlich jetzt die Stammgäste, die kommen. Ja, klar. Das ist der Hauptanteil sind Gäste, die fast jeden Tag da sind oder einen gewissen Rhythmus haben, 5 Tage da sind, 2 Tage nicht da sind. Aber trotz alledem, wenn das Wetter passt, sind auch viele, viele Tagesgäste da. Und es ist wetterabhängig, klar. Und wie gesagt, nochmal mit Corona ist halt alles ein bisschen anders, aber auch das stehen wir durch. Jeden Tag kommen wir her, außer wir fahren in Urlaub, also dass wir in Österreich ein bisschen rumdumm fahren, aber sonst sind wir immer da. Die Freunde, das geht mir an. Ich hoffe, dass es länger bei euch alles dauert, der Sommer noch, dass wir alle im Boot sind. Ja. Heute sind Sie wieder zum Boccia spielen hier? Ja, zum Schwimmen. Wir müssen ja. 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 Na, da müssen wir. Wie viele Badegäste dürfen jetzt kommen? Können Sie auch sagen, im Schnitt, wie viele kommen momentan? Ja, es sind so zwischen 1.500 und 2.500 Badegäste an den schönen, heißen Tagen. Und ja, es ist sehr angenehm. Wie groß ist das Bad? Es ist ja genug Platz. Darum verteilt sich das auch schön? Es verteilt sich sehr schön. Wir haben da hinten eine riesengroße Liegewiese mit Schatten und Sonne. Also alles, was man sich wünschen kann. Man kann sich aussuchen. Unser Bad ist 51.000 Quadratmeter groß. Und da gibt es wirklich für jeden den passenden Platz. Hat dieses Traumwetter, aber es ist ein bisschen ruhig. Ich gehe mal davon aus, dass viele in den Urlaub gefahren sind. Die wollen wahrscheinlich noch ausnutzen, solange noch alles offen ist. Werden wieder zurückkommen, hoffe ich gesund, dann werden wir wieder mehr Badegäste herinnen haben.
Das ist spitze hier.